Frau Lang, Sie waren ja in dieser Woche quer durch Deutschland für Ihre Sommertour unterwegs, unter anderem auch in Sachsen und in Brandenburg. Und heute sind wir hier in Mannheim beim GKM. Wieso haben Sie das als Ziel gewählt für Ihre Sommertour? Bei meiner Sommertour unter dem Motto Wohlstand mit allen geht es um die Frage, wie sichern wir eigentlich den Wohlstand, den wir haben, denn wir sind als Deutschland ein starker Wirtschaftsstandort. Wie schaffen wir es mitzuspielen, wenn es darum geht, wo der Wohlstand der Zukunft entsteht, also zum Beispiel durch neue Technologien und Innovationen, und wie sorgen wir dafür, dass es dabei gerecht zugeht, also die Menschen, die in Wohlstand arbeiten, die Arbeiter, die Beschäftigten auch wirklich davon profitieren. Und im Zentrum dabei steht natürlich die Frage, wie unsere Energieversorgung in der Zukunft aussieht, denn es geht darum, Versorgungssicherheit, Jobsicherheit und den Einstieg in die erneuerbaren Energien zusammenzubringen. Und dafür steht natürlich auch dieser Standort hier, steht das GKM in Mannheim. Und mir war es wichtig, in einen offenen Austausch zu treten, was funktioniert dabei schon gut, wo drückt aber vielleicht gerade noch der Schuh. Und ich habe nochmal gemerkt, es gibt ganz viel an Schaffenskraft hier. Es gibt Ideen, es gibt Technologien, es gibt Motivation und natürlich auch viel Fachexpertise. Aber es gibt auch den Wunsch nach Planungssicherheit. Und ich glaube, gerade das ist unsere Aufgabe jetzt als Politik, Sicherheit zu geben, indem wir sagen, wie können Genehmigungen schneller werden, wie kann der Ausbau der Erneuerbaren geplant werden und wie können dafür auch die Beschäftigten qualifiziert und weitergebildet werden. Heute endet Ihre Sommertour ja auch hier in Mannheim. Welche Erkenntnisse konnten Sie denn gewinnen und was nehmen Sie mit nach Berlin? Drei Themen, die ich für mich auf jeden Fall nochmal mitnehme, ist erstens das ganze Thema Fachkräftemangel. Wir sehen, dass doch an vielen Stellen es viele motivierte Menschen gibt, aber doch auch immer wieder Menschen fehlen. Und ich glaube, hier steht zum Beispiel die schnellere Anerkennung von Bildungsabschlüssen und Berufsabschlüssen von Fachkräften, die aus dem Ausland herkommen, im Mittelpunkt. Hier steht ein guter Ausbau der sozialen Infrastruktur, zum Beispiel der Kitas im Mittelpunkt, dass auch mehr Frauen arbeiten können. Also hier gibt es ganz viele verschiedene Schriftstellen, aber am Ende brauchen wir die Menschen, die morgens um 6 Uhr auf der Baustelle stehen und die Menschen, die in den Kitas kleine Kinder aufziehen. Das zweite Thema ist Bürokratieabbau. Vieles in Deutschland dauert einfach viel zu lange. Und Robert Habeck ist ja schon vorausgegangen mit einem Praxischeck. Also zu sagen, in Zukunft achten wir bei Gesetzen noch mal mehr darauf, dass sie eben für Menschen geschrieben werden und nicht für Behörden und für Paragraphen. Und wie gesagt, das Dritte ist für mich noch mal die Erkenntnis, was wir eigentlich für ein Wissen in unserem Land schon haben, was wir auch für eine Motivation in diesem Land haben. Jetzt geht es darum, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Deutschland auch in Zukunft vorne mitspielt. Also jetzt Deutschland wieder auf den Wachstumskurs bringen, um mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Frau Lang, vielen Dank für die Einblicke hier bei Ihrer Sommertour, bei Ihrem Besuch beim GKM in Mannheim. Dankeschön. Sehr gerne.